Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Amalur, wo wir momentan auf einen Dieb warten. Ich frage mich aber, wie können wir diesen Dieb herausfinden? Ist noch irgendwie so ein Punkt? Hä? Okay, wir können jetzt an die Kollekte gehen, wie es aussieht. Aus der Kiste stehlen, weggehen. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt den Dieb erwischen sollen, ehrlich gesagt. Okay, es ist nicht die Priesterin. Na, sieh mal einer an. Was macht ihr hier? Ich bin nur hier, um ein Mitternachtsgebet zu sprechen. Ah, was soll's. Ihr habt mich erwischt. Ja, ich habe aus der Kasse gestohlen. Es ist ja nicht so, als bräuchten diese armen Teufel in Chlorikon das Gold. Zumindest nicht halb so dringend wie die, denen ich es bringe. Aha, und wohin damit? Nicht für etwas zu trinken, falls ihr das denken solltet. Dort draußen in der verlassenen Ebene gibt es einige wirklich bedauernswerte Leute. Sie wissen nicht, dass ich es bin. Niemand weiß es. Aber ich gebe ihnen so oft ich kann etwas Gold, unten am Schneeschmelzpass. Verdammt, das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Hm. Ich weiß nicht, ob wir ihm glauben sollen, aber ich sage es einfach keinem. Nein. Nun, es ist schön, zur Abwechslung mal jemandem zu begegnen, der ein Herz besitzt. Hätte ich gestohlen, um mir etwas zu trinken zu kaufen, sie würden mir wohl gehörig die Leviten lesen. Doch was, wenn sie wüssten, dass ich es für die Flüchtlinge in der verlassenen Ebene getan habe? Sie würden mich in den Kerker schmeißen. Jetzt wisst ihr, wie es in Tirins Rast läuft. Nun denn, lebt wohl. Auf bald, auf bald. Quest gemeistert, Spendensammlung. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Ich weiß gar nicht, warum jetzt nach oben geht. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, da wir die Quest gemeistert haben, hält uns hier auch nichts mehr. So glaube ich zumindest. Ich schaue nochmal ganz kurz. Haltet Frieden in Tirins Rast. Ja, ja, ja. Hier in Tirins Rast darf man alles halten. Sogar die Schnauze. Ja, meine Liebe. Ist das nicht er, der es angeblich nicht versäuft? Da sind wir also wieder. Ihr und ich. Ihr habt einem kaputten alten Veteranen einen enormen Dienst erwiesen. Und nicht nur mir. Na gut, ich glaube ihm. Aber wer seid ihr überhaupt? Ich bin nur ein trauriges, altes Relikt des Krieges. Wenn auch nicht trauriger als diese verdammten Flüchtlinge, die armen Kerle. Die Flüchtlinge? Seid still. Es ist nicht klug, hier über diese armen Kerle zu sprechen. Ist es nicht so, meine Liebe? Ich fürchte, ihr habt recht. Erzählt mir doch mal von Tirins Rast. Es ist ein netter Hügel, wenn man gerne rumsitzt und im Alter vor sich hinrottet. Oder man morgens, mittags und abends Lyrias Zehen preisen will. Die man vorher noch sauber geleckt hat, natürlich. Kennt ihr die Scholarin? Ihr Name ist Eren. Sie kam hierher und hörte nicht auf, über den alten Oriator zu sprechen. Sie hatte erfahren, dass ich gekämpft habe und mir die Ohren blutig geredet. Also habe ich sie um einen Kuss gebeten. Sie wurde rot wie der Sonnenuntergang und ist dann schnurstracks zu ihren Büchern zurückgestürmt. Oh, ach, ist schon süß. Habt ihr unter General Oriator gedient? Der alte Hund ist mit dem Gesicht nach unten im Schlamm von Tywilli gestorben. Was er im Leben auch gewesen sein mag. Ich finde, allein durch seinen Tod hat er sich schon das Recht verdient, dass man sich als Held an ihn erinnert. Das mag stimmen, ich habe nur Gutes gehört. Und ihr wart also im Krieg. Der Krieg? Der Krieg ist eine grausamere Bestie, als es sich diese armen Narren hätten träumen lassen. Ja, den kennt hier offenbar niemand. Nun denn, lebt wohl. Bis bald. Hallo Mayra. Ah, Ah, ihr habt es also versucht und den Dieb dennoch nicht gefunden, richtig? Ich habe Angst vor dem, was uns widerfahren könnte. Wenn das so weitergeht, werden wir noch zu all den anderen Jammergestalten in die Ebenen hinausgeschleudert. Tja, dann ist es aber Lyrias Wille. Erzählt mir doch mal von den Gerüchten um den Spendendieb. Niemand konnte ihn oder sie finden. Auch ihr nicht. Das wird ein böses Ende nehmen, so oder so. Merkt euch meine Worte. Na, schauen wir mal. Wie ihr meint. Hallo, Irin. Irin. Oh, hallo. Erzähl mir von Florian. Der Veteran? Er ist der Trunksucht verfallen. Er ist für meine Nachforschung vollkommen nutzlos. Wie auch in jeder anderen Hinsicht. Na, das ist aber ein bisschen hart, darüber zu urteilen. So, da kann ich nichts mehr. Das ist der Arteof wieder. Ich glaube, dann haben wir Tirins Rast auch schon zur Genüge ausgeplündert an Quests und dergleichen. Und wir haben ja immer noch die Queste... Haben wir nicht noch die Quest offen? Was ist das denn da? Gemmenschleifaltar. Ach so. Was ist das denn? Zu Madrigal Fen zurückkehren. Hier die 3 Quellen besuchen. Ich würde sagen, da setzen wir uns mal einen Wegpunkt. Und dann machen wir uns mal auf die Reise und lassen dieses unsägliche Dörfchen hier mal hinter uns. Wir müssen da lang, da lang. Kann ich euch helfen? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich habe genug gesehen von diesem Dorf. Mir reicht's von oben bis unten. Ist auf jeden Fall keine Nahkampfwaffe, so viel ist klar. So, hier sind wir schon entlang gelaufen. Den Stein haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Hier waren die Flüchtlinge oder die Fahnenflüchtigen, so rum. Dumm, 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 dumm. Okay, ist das... Ach, hier ist das. Ach so. Ja gut, das findet man natürlich auch nicht. Amphore füllen mit heiligem Wasser. Haben wir gemacht. Er sitzt immer noch da, ist ja klar. Jetzt mal ganz kurz den Wegpunkt entfernen. Dann haben wir hier den nächsten Wegpunkt zu Madrigal Fen. Das können wir auch gleich mal ein bisschen abgeben. Ach so süß. Gwaltschmai ist einfach viel zu teuer. Das mag sein, da habe ich keine Meinung zu. Ah, hier, genau, da kann man diesen Sumpfdingens da abgeben. Na, was ist das denn? Der gesamte Sumpfstiller? Ich wusste, ich kann euch trauen. Dann nehme ich das mal an mich. Und hier ist euer Gold. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Was wisst ihr über die Tuata-Plünderer? Durch die Wassertore von Virki? Ich dachte, diese Tore hätten das Wrack nach dem Fall von Virki abgeriegelt. So, so, so. Offenbar ja nicht. So, aber gibt keine Info mehr raus. Okay. Ansonsten, Bruder Tils Bücher beschaffen. Haben wir da noch? Das ist, glaube ich, diese Festung. Ah, im Mondlager findet man noch ein Buch. Ach, sieh mal eine an. Dann werde ich mal versuchen, ob ich das nicht zufällig beschaffen kann. Ist es hier? Ich will niemanden wecken. Hallo Vulga, ich will doch jemanden wecken. So, meine fleißige kleine Stoffsucherin. Habt ihr etwas für mich? Nein, aber was wisst ihr über Irion? Mit Mayra an seiner Seite ist er ein völlig anderer Mann. Und wir sind ein völlig anderes Lager, jetzt, wo Mayra wieder das Heft in der Hand hat. Stimmt. Es tut gut, ihn wieder glücklich zu sehen. Stimmt, da war ja noch was. Wir haben ja Mayra wieder geholt. Ich bin froh, dass Mayra zurückgekommen ist. Ich hoffe nur, sie lernt das Lager ebenso zu lieben, wie Irion es tut. Ich dachte, sie liebt es bereits so. Angenehme Reise. Vielen Dank. Die schlafen doch. Wie können die mich sehen? Also das ist ein bisschen doof. Dass die im Schlaf auch wachsam sind, finde ich ein bisschen merkwürdig. Nee, 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 nee. Hier ist es leider nicht drin. Wie soll ich ihm das denn stehlen? Das ist ja ein Hohn. Die schlafen da gar nicht, die liegen da einfach wach. Ach, das war eh Bauernkleidung sammeln. Bruder Tils Bücher beschaffen. Ach, das ist tatsächlich hier. Ach so. Ich dachte schon. Jetzt wollte ich ihn gerade... Mist, jetzt wollte ich ihn gerade beklauen. So. Tils Sammlung 4. 5 von 10. Ach du Scheiße. Na, die Hälfte haben wir immerhin schon mal. Das ist ja schon mal... mehr als nichts. Und dann gucke ich mal ganz kurz, ob die Mayra und so ja noch rumfliegen. Dann können wir die auch noch mal ganz kurz interviewen zur aktuellen Sachlage. Einfach nur mal zu hören, was sie so zu sagen haben. Hallo Marie. Ihr kommt also ein weiteres Mal an meinen Tisch. Wollen wir herausfinden, was das Schicksal für euch bereithält? Nein, ich will herausfinden, was ihr über Irion zu sagen habt. Es ist schön, Irion wieder in den Armen seiner Liebsten zu sehen, aber ich habe diesen Ausgang nicht in meinen Karten gesehen. Wie sonderbar. Tja, ich weiß auch nicht. Und Maire? Wie sonderbar. Ich habe Maires Schicksal gesehen, dass sie das Mondlager verlässt, um niemals wieder zurückzukehren. Ich bin überglücklich, dass ich mich geirrt habe, aber ich habe mich geirrt. Ja, zum Glück hat man noch ein Safe Game. Da bin ich auch heilfroh drum. Ist auch eine Reisende. Okay. Was benötigt ihr? Ja, mehr als nur irgendein NPC ohne Namen. Hallo Irion. Was kann ich für euch tun? Nun, wie beende ich meine Mission? Fragen wir gleich. Erzählt mir von euch. Seid ihr glücklich? Nun, wo in meinem Herzen erneut das Licht der Liebe brennt, kann ich mich wieder voller Stolz Kelchkönig nennen. Möge der Hierophant über mich wachen. Ich würde trotzdem gerne wissen, was er getan hat. Was er seiner geliebten Mayra angetan hat. Gepriesen sei der Hierophant. Gepriesen sei unser Leitstern. Mir wurde gesagt, ich solle nicht den Glauben verlieren. Und meine Gemahlin ist tatsächlich zu mir zurückgekehrt. Na, so ein Glück. Und wie beende ich jetzt meine Mission? Ihr müsst die Gegenstände so stehlen, wie es die Prophezeiung des Hierophanten besagt. Ah. Da wären der Kelch in der Taverne in der Unterstadt, sowie der Ring, den ihr in der Oberstadt im großen Haus Wilvern-Giffre findet. Und dann ist da noch die Kutte im Tempel der Lyria. Bei... Maire. Oh, das wurde noch nicht ausgebaut. Okay. Der große Abgang. Ja. Ach, die legt sich jetzt hin. Hallo Maire, lang nicht gesehen. Guten Tag. Worüber möchtet ihr sprechen? Nun, über nichts. Ihr seid entlassen. Aber ich habe doch immer so brav gearbeitet. Ich liebe diesen Spruch. Da gibt es bestimmt auch wieder 2, 3 neue Sätze zu erheischen. Ja, wollt ihr etwas kaufen? Nein, ich will etwas reden. Würdet ihr vielleicht gerne etwas verkaufen? Entschuldigt, ich meine kaufen. Würdet ihr vielleicht gerne etwas kaufen? Nein, ich würde gerne etwas über Mayra erfahren. Den Göttern sei Dank, dass Mayra wieder zurück ist. Unter uns gesagt ist Irion einfach nicht derselbe, wenn sie nicht bei ihm ist. Ja, wir wissen, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Oder manchmal auch umgekehrt. Man weiß es nicht genau. Manchmal steht auch vor jedem starken Mann eine starke Frau. Das ist immer wechselnd heutzutage. Silberne Dolche. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Nee, 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 nee. Der Schild des Schutzes 103. Wir haben trotzdem 126, wenn ich mich recht entsinne. Medaillon des Schutzes gucken wir uns später nochmal an. Ich würde aber... Achso, ich wollte ja noch was kaufen. Und zwar... Reparaturkit können wir ruhig auch mal kaufen. Aber wieso hat die denn keine Dietriche? Sehr merkwürdig. Mal wieder vorbei. Oh, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Fasma. Ei, es tut gut, noch jemandem zu begegnen, der es ernst zu meinen scheint. Das Mondlager ist der... Erzähl mir von Irion. Dieser Jammerlappen. Obwohl seine Liebste wieder bei ihm ist, interessiert er sich mehr für Tänze und Schauspielerei als für das Liebeshandwerk. Da kann einem Mann schon mal das Bier sauer werden. Schöner Spruch. Erzähl mir von Mayra. Mayra besitzt die Fähigkeiten einer Meisterdiebin. Daran besteht kein Zweifel. Wenn sie doch nur nicht so vernarrt in diesen schlangenzüngigen Hierophanten wäre. Jetzt, wo sie wieder bei ihrem Säufer von einem Mann ist, wird sie vermutlich auch wieder dieselbe, die sie immer war. Naja, ich weiß ja auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vergesst mich nicht. Wie könnte ich, alter Freund, wie könnte ich so wissen? Oh. Hallo in Tils. Den kennen wir noch gar nicht, glaube ich. Oh, welch ein Lied über Liebende, wieder vereint ohne Leid. Schönheit, Freude und Liebe. Sie überdauern die Zeit. Doch, ja, ich erinnere mich, den kennen wir. Hey, Irion! Fröhlichkeit und Liebe sind wieder eingekehrt. Zurück ist das Antlitz, nachdem er sich verzehrt. Nun, wo sie wieder an seiner Seite steht, dankt er den Göttern, dass sie erhörten sein Gebet. Das erinnert mich an die Baden aus Fable, das ist ja... Ja. Erzählt mir von Mayra. Eine Königin der Liebe und Klingen, von Schönheit so rein. Eine geborene Kämpferin, die weiß, eine Dame zu sein. Doch die Liebe, sie hielt dem nicht stand. Und so floh sie hinfort aus diesem Land. Oh Gott, ist das furchtbar. Lebt wohl. Ja, ich werde mich bemühen. Reisender. Popeisender. Reisender. Ich glaube, unsere Aufgabe hier ist getan. Ich glaube lediglich, wir müssen nur noch... Kommen wir da oben in die Tür eigentlich rein? Nee, ne? Die sieht so einladend aus, aber da lädt sie mich gleich wieder aus. Ich glaube, unsere Aufgabe hier ist getan, bis wir tatsächlich noch was zu tun haben. Ich mache mal hier ganz kurz Wegpunkt löschen. Mach mal eben... Die Weltkarte bringt uns nichts. Ich verlasse erstmal diesen Ort. Es wird sowieso bald wieder Tag. Die Vögel zwitschern bereits. Hier, das nehmen wir noch mit. Hallo? Ach so. Manchmal ist das ganz komisch mit der Kameraführung, wenn man an so einen Ortsausgang kommt oder so einen Ortswechsel. Dann spinnt plötzlich ein bisschen die Kameraführung. So, hier hatten wir jetzt nichts mehr. Wir haben die Quests also abgeklappert. Was ist das noch? Mit Urnen experimentieren. Muss ich da dann zurückwandern? Zwielichtgesträuch. Um mit den Ornen zu experimentieren, muss ich dann Ornen. Okay, ich reise ganz kurz zurück. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ich werde hier nicht gleich angegriffen, das ist gut. Sind die Urnen hier? Okay, Norden über die Brücke. Dann haben wir die Ornen auch hinter uns. Und wir sollen ja noch das geheiligte Wasser holen. Das machen wir natürlich auch noch. Für die Lyria, für den Tempel der Lyria. Die kann ja nichts dafür. Ach, das war doch der Scheiß. Okay, das können wir gleich mal knicken. Ich würde sagen, dann schaue ich mal ganz kurz, dass wir vielleicht die 3 Quellen besuchen. Ach, da ist zufällig eine davon. Dann war der Weg ja nicht ganz umsonst. Na, Gott sei Dank. Die Urnen sind die Dinger, mit denen wir den Boggart herbeirufen. Das heißt, das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist eigentlich sinnlos. So, das war die nächste Quelle. Und jetzt ist die Frage, Weltkarte da oben. Ach du Scheiße, die 3 Quellen. Bleh. Hier vom Bohrengewölbe nach Norden. Ja, super. Das sind doch die ganzen Viecher wieder. Bitte sag mir nicht, dass es da, wo wir eh schon waren, da oben bei dem Hof. Ich ignoriere die jetzt einfach. Dumm, dumm. Doch, das ist hier. Okay. Dann ist es aber nicht bei den Höfen, sondern es ist einfach hier. Dann haben wir die 3 Quellen auch schon abgefrühstückt. Das können wir nicht direkt... Ah, hier waren wir ja auch schon, haben uns gefragt, was das für ein sonderbarer Ort ist. Ich erinnere mich. Zur Priesterin Seranon zurückkehren, ab nach Ratingen. So. Und dann geben wir auch gleich mal die 3 Quellen ab. Da freut die sich. Hallo. Der Haupt Mann der Wache war korrupt und wurde ermordet. So, ich guck mal ganz kurz in die Gebietskarte. Was haben wir denn hier? Passwort herausfinden, Gegenstände stehlen. Okay. Einiges haben wir hier noch offen, wie es aussieht. 30. Gut, 34. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ich glaube, da müssen wir lang. So, dann gehen wir mal in den Tempel der Lyria. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Freue ich mich sehr. Und wir müssen... sind eine Schande. Ja, gut, das kann man so sehen und so sehen. Ich halte mich da persönlich raus. Die Lunagärten sind zauberhaft. Ja, dort ist es immer Nacht. Ich freue mich sehr und ich hoffe, wir werden jetzt aufgenommen. Aber es war ja nur die erste Aufgabe. Verdammt. Die Amphore ist voll? Gut. Ich werde sie einstweilen verwahren. Ihr habt also gesehen, was Bayala Tirin sah und seid gegangen, wo sie einst ging. Höret nun, was unsere Prophetin uns lehrte. Aus dem eisigen Norden führte sie unsere Vorfahren über die Ebenen zum Schneeschmelzpass. Dort versprach sie, dass alle einen Platz finden würden. Schneeschmelzpass, das heißt, das ist da, wo der Typ immer hinspendet, wo das Gold immer liegen lässt für die armen Flüchtlinge. An der Schneeschmelzquelle hoch über dem Meer wandten sie sich um, die fernen Strände zu schauen, die sie verlassen hatten, und ihre Herzen wurden schwer. Doch Bayala Tirin tröstete sie. Vergesst, was zurückliegt, sprach sie. Wir ziehen in eine neue Heimat, in der jeder einen Platz haben wird. Schließlich erreichten sie die Becken der Galafor-Ebene, und sie lehrte sie, dass Lyrias Gnade sei, wie die Wasser, die sie umgaben. Aha. Einige traten nun an das Wasser, um zu trinken und zu baden. Doch jene, die abseits standen, gerieten in Streit mit den Badenden. Das erzürnte Bayala Tirin. Und so sprach sie zu ihren Kindern, dass für die Quelle dasselbe gelte wie für Lyrias Segen, der jeden Mann und jede Frau gleichermaßen erreicht. Von der Quelle zogen sie weiter nach Osten, bis sie die Klippen erreichten und diese Nadel erblickten. Dort lehrte Tirin uns die drei Gaben. Ah, ja? Jedes Kind in Rathir kennt die drei Gaben. Obdach, Segen und Hoffnung. Wer in Lyrias Stadt kommt, wird Obdach finden. Dieser Tempel gewährt jedem Besucher Lyrias Segen und das Orison. Und wir alle hoffen auf bessere Zeiten. Nun wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Ihr seid bereit für die zweite Aufgabe. Ich muss nach Tirins Rast und die Alte vermöbeln. Dienst. Jeder, der nach dem Orison strebt, muss Lyria dienen, indem er ihrem Volk dient. In eurem Fall einem Mann namens Noer in den unteren Stollen. Tag und Nacht beschmutzt er Lyrias Namen mit Unwahrheiten, weckt vor meinen Kindern Zweifel an seinen Worten. Verjagt den Ketzer. Verlasst euch dabei auf die Lehren der Reise. Soll ich sie noch einmal wiederholen? Natürlich. Aus dem eisigen Norden führte sie unsere Vorfahren über die Ebenen zum Schneeschmelzpass. Dort versprach sie, dass alle einen Platz finden würden. Schneeschmelzpass. Dort versprach sie, dass alle einen Platz finden würden. An der Schneeschmelzquelle hoch über dem Meer wandten sie sich um. Doch Bayala Tirin tröstete sie. Vergesst, was zurückliegt, sprach sie. Wir ziehen in eine neue Heimat. Okay. Schließlich erreichten sie die Becken der Galafor-Ebene. Und sie lehrte sie, dass Lyrias Gnade sei, wie die Wasser, die sie umgaben. Okay, und jeder habe Platz in den Wassern auch. Einige traten nun an das Wasser, um zu trinken und zu baden. Doch jene, die abseits standen, und so sprach sie zu ihren Kindern, dass für die Quelle dasselbe gelte wie für Lyrias Segen. Von der Quelle zogen sie weiter nach Osten, bis sie die Klippen erreichten und diese Nadel erblickten. Dort lehrte Tirin uns, nun wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr zunächst scheitert, seid beharrlich. Oh weia, ich habe das Gefühl, wir müssen das Ganze gleich noch wiederholen und die Lehre darunter bringen. Was ist das da? Ah, Relikte. Da können wir kurz wieder ein Relikt abliefern. Wenn wir eh schon mal da sind, haben wir die Quest. Hier. Willkommen in unserem Tempel. Jo. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Möge Lyrias Glück mit euch sein. Das wäre schön. Tschüss. Gehabt euch wohl. Auf bald, meine Liebe. Auf bald. So, wir müssen jetzt also von ganz oben und nach ganz unten. Habe ich eigentlich gar kein gutes Gefühl bei, aber manchmal ist das, was unten geschieht, eben auch falsch. Die Stadtwache, weiter. Ja, Schnauze. Malion die Wurzel bringen, dann machen wir doch das erstmal. Stimmt, die Wurzeln haben wir ja auch geholt. Wir waren ja sehr umtriebig. Zu euren Diensten. So, wo ist er? Da. Nee, da. Mann. Das Lapidus, habt ihr es? Ja, ich hab's. Bitteschön. Malions Lippen bewegen sich, das kennen wir schon. Wir geben ihm mal das Lapidus. Ich hatte schreckliche Träume. Da waren kriechende Insekten. Etwas Dunkles, das sich näherte. Es kam mir vor wie Tage. Wie lange war es? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es waren Tage. Tage? So lange? Wirklich? Das erklärt meinen Rücken. Und meinen Kopf. Ihr wurdet allerdings auch vergiftet. Vergiftet? Ah, ich erinnere mich. Eine Flasche recht guten Weins wurde geliefert. Ein Geschenk. Ich wollte ihn kosten und dann... Wo kann er sein? Er scheint unter das Bett gerollt zu sein. Es hat ihn wohl niemand bemerkt. Nehmt ihr ihn. Schließlich ist er ein Beweisstück. Interessant. Vergifteter Wein. Erzählt mir doch mal von dem Wein. Wie konnte ich nur so dumm sein? Jemand hatte ein Geschenk vor die Tür gestellt. Und ich habe es einfach getrunken. Ja gut, das machen wir alle mal. Erzählt mir von eurem Haus. Nachdem meine Schwestern in Chlorikon gefallen waren, war es vorbei mit meiner militärischen Karriere. Aber ich verstehe das. Immerhin lastet die Zukunft der Anwohner nun allein auf mir. Okay, erzähl mir von euren Schwestern. Kassyne und Willa waren beide viel älter. Ich weiß noch, dass sie groß, furchterregend und blond waren. Aber sie sind schon länger tot, als ich zurückdenken kann. Na gut, erzählt mir von eurer Mutter. Mutter muss sich solche Sorgen gemacht haben. Bin ich einfach... eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht? Ja, das kann man so sagen. Erinnert ihr euch nicht an mehr? Verzeiht mir. Es ist alles noch etwas verschwommen. Ich erinnere mich, dass Onfei den Wein brachte. Er sah gut aus, also wollte ich ihn kosten. Dann Dunkelheit. Onfei also. Unsere älteste Hausdienerin. Sie umsorgte uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Na gut. Schickt nach meiner Mutter, seid so gut. Aber sehr gerne. Hallo, Onfei. Der Wein war es? Das ist ja schrecklich. Wenn ich es doch gewusst hätte. Oh, was habe ich dem armen jungen Meister angetan? Erzähl mir von dem Hause. Meine stattlichen Herren, seit ich ein schmächtiges Mädchen war. Das Blut der Anwohner ist alt und kein bisschen verwässert. Was man von einigen Häusern auf der Nadelspitze nicht behaupten kann. Okay, erzähl mir über Malion. Es war schrecklich, den jungen Herrn so krank zu sehen. Alles nur wegen einer Flasche Wein. Oh, wenn ich den Kerl erwische, der ihm das angetan hat. Das würde ich auch mal gerne wissen. Von wem habt ihr den Wein? Lasst mich nachdenken. Ein Diener. Ich kannte ihn nicht. Und er sagte nur, es käme von einem Freund Meister Malions. Ganz toll. Ein Diener also. Das kann aber jeder sein. Hallo, Frau Mutter. Gute Nachrichten. Er ist erwacht. Lyria sei Dank. Hier ist euer Gold. Doch die Angelegenheit ist noch nicht beendet. Findet den, der dies getan hat, und ihr bekommt noch viel mehr Gold. Das Gift war in den Wein gemischt. Zeigt es Apothekerin Revani unten auf der Prüderie. Mit etwas Glück kennt sie das Gift. Vielleicht sogar den Giftmischer. Nun gut, erzähl mir nochmal was von eurem Haus. Dank euch wird Malion genesen und Haus Anbon fortbestehen. Wollen wir es mal hoffen. Das war ja kein Gegenmittel. Erzähl mir von eurem Sohn. Der Lapidus hat ihn wiederbelebt. Aber solange wir kein Gegengift haben, ist er nicht gerettet. Genau wie Haus Anbon. Bis der Giftmörder entlarvt ist. Fürwahr, fürwahr. Und wo finde ich denn die Apothekerin? Ihr findet sie am Fuße der Nadel, in der Prüderie. Bringt ihr den vergifteten Wein. Wenn jemand helfen kann, dann sie. Na, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir kriegen... Holt dies, putzt das. Man hat nicht einen Moment Ruhe. Ja, da sagst du was, da sagst du was. Ja, ich hoffe mal, da können wir das Mysterium aufklären, wer den jungen Mann vergiften wollte. Entschuldigt bitte. Hier blinkt noch was. Tretet beiseite. Ach, die Unterstadt blinkt da. Tretet beiseite, was blinkt denn da oben noch? Relikte zum Tempel der Lyria bringen. Okay, das haben wir jetzt schon gemacht. Das können wir im Moment sowieso nicht machen. Dann gehen wir mal ganz kurz nach unten. Hier haben wir einiges zu tun, wie es aussieht. Ach du Heilige, Apothekerin, die müsste dann hier sein. Alchemiemeister, na gut, wenn die eh schon hier ist, dann befragen wir die mal schnell. Hallo, Frau Revani. Ich habe Tinkturen, Zaubertränke, Salben und Balsame. Interessant. Fragen wir mal nach dem Gift. Eine beunruhigende Frage. Darf ich? Ja, es ist Rollwens. Wenige besitzen eine solche Mixtur. Ich bin eine von ihnen. Bei Lyria, mir fällt eben ein, ich habe kürzlich eine Fiole an einen Diener des alten einer Arbagast verkauft. Wie schrecklich. Ich werde sofort ein Gegengift schicken. Doch jemand muss etwas unternehmen. Geht zur Stadtwache. Sprecht mit Fabian Thürn. Sofort. So sei es. Wer ist denn dieser eine Abergast? Der berühmte Eremit der Kais. Sein Geschäft floriert, doch es heißt, er habe sein Haus seit Jahren nicht verlassen. Aber warum sollte er das tun? Und was ist Rollwens für ein Gift? Die Mixtur ist äußerst selten und kommt nur aus den Landen südlich der südlichen Feinlande. Sie ist ein tückisches Gift, wie ihr selbst gesehen habt. In sehr viel geringeren Dosen nehmen Nordseekapitäne es ein, die tagelang am Ruder stehen müssen, ohne zu schlafen, um nicht von schwimmendem Eis versenkt zu werden. Hm. Und was hat dein Diener damit zu tun? Ich kannte sein Gesicht, weil er über die Jahre hinweg verschiedene andere alchemische Dinge bei mir gekauft hat. Und ich habe ihn einmal aus Abagasts Tür kommen sehen. Das erklärt einiges. So ein Glück. Ich gehe jetzt also zur Stadtwache. Ratiers Stadtwachen. Habt ihr sie noch nie gesehen? Verlasst meinen Laden und geht nach links durch die Prüderie. Findet Fabian Thürn und sagt ihm, was ich euch gesagt habe. So sei es. Erstmal guck ich mal ganz kurz. Hat die Dame denn zufällig, wenn wir schon mal hier sind... Auf einmal hat niemand mehr, sonst haben sie alle irgendwie und jetzt hat keiner mehr. Seid ohne Sorge. Ich lasse das Gegengift sofort schicken. Sehr gut. Wir gehen zur Stadtwache und hinterfragen mal, wer derart Böses tun konnte. Kuriositäten, Talismane. Die Stadtwache, wo haben wir sie denn? Nur das Blasphemiestrafen. Ja, das können wir später auch noch machen. Passwort herausfinden, Gegenstände stehlen, zur Stadtwache gehen. Mächtige Gegenstände. Da müssen wir nach Süden. Kuriositäten, sagen wir Talismane, mächtige Gegenstände. Sollen meine Kinder einfach verhungern? So, hier müssen wir durch. Und dann zur Stadtwache. Und da bin ich mal gespannt, ob wir den Diener oder diesen Abigast dran kriegen. Aber das schaffen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Eigentlich wollte ich jetzt eine Aufnahmepause machen, weil es echt schon mega spät ist und ich schlafen gehen muss. Aber das, ja. Soll mal einer sagen, Alamur. Alamur, ich sag immer Alamur. Soll mal einer sagen, Amalur macht mir keinen Spaß. Ich will jetzt noch wissen, wie die Questreihe weitergeht. Ich will auch noch nach unten und Lyrias Segen in die Kanalisation bringen, mehr oder weniger. Da bin ich mal gespannt, ob ich mir das alles noch behalten kann oder konnte, was die Alte da gesagt hat. Zumal jetzt wieder eine andere Quest dazwischen kam. Verdammte Axt mit Gift und Mord und tralala. Das heißt, ich werde den Endskrieg jetzt ein bisschen weniger bequatschen und wir sehen uns dafür aber noch in der nächsten Folge wieder aus dieser Aufnahme. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss!